Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Über die Haltungsbedingungen der Tiere. Und eine der Argumente, die oft angebracht werden, ist, dass die Tiere Probleme haben in einem solchen Becken wie diesem hier, weil natürlich sie eine Echorottung haben und dass eine Steinwand natürlich Echos stark zurückwirft. Und da gibt es dann die Befürchtung, dass die Tiere eventuell darunter leiden und das halt schwierig für sie wird, weil sie sozusagen durch diese Echos fast schon überwältigt werden. Das ist aber nicht wirklich ein Problem. Im Grunde genommen gibt es da eine ganz einfache Lösung für und das heißt natürlich, dass man einfach leiser kriegt. Das heißt, es ist genau dasselbe, wie wenn ich in einen großen hallenden Raum gehe, sagen wir zum Beispiel in eine Kirche und ich rede da sehr laut, dann habe ich sehr viel Hall und es ist schwierig noch zu verstehen, was ich sage. Naja, was mache ich dann? Ich rede leiser. Und genau das ist auch, was die Tiere tun. Das heißt also, in so einer Situation werden sie natürlich nicht einen Klick produzieren, den sie normalerweise vielleicht dafür einsetzen, einen Fisch über 100 Meter zu detektieren, sondern sie benutzen dann Klicks, die halt dementsprechend leiser sind und weil halt viel geringere Distanzen einfach nur erkundet werden müssen. Und das ist eine ganz normale Anpassung, wo die Tiere einfach direkt ihre Lautgebung umstellen auf die Umgebung, in der sie sich befinden. Das findet man auch in der freien Wildbahn, wo Tiere zum Beispiel in Gegenden, wo sagen wir mal in einer Brandung, wo es sehr viele Geräusche gibt, dann unter Umständen lauter klicken und in sehr ruhigen Bereichen viel leiser klicken. Es gibt da einen recht bekannten Effekt, der nennt sich der Lombard-Effekt. Und der Lombard-Effekt sagt eigentlich, dass ein Tier oder auch wir Menschen tun das auch, halt im Grunde genommen einen lauteres Volumen produzieren, einen Laut oder ihre Geräusche lauter machen, wenn es eine Menge Hintergrundgeräusche gibt. Und da gibt es gute Studien zu. In vielen tropischen Gewässern gibt es eine kleine Krustazee, so eine Krabbe, die sich Snapping Shrimp nennt. Ich weiß jetzt gar nicht den deutschen Namen für diese Art. Das ist eine Krabbenart, die hat eine sehr stark vergrößerte Schere. Und mit dieser Schere benutzt das Tier, um sehr laute Klickgeräusche zu erzeugen. Und das führt nun dazu, dass in tropischen Gewässern man oft sehr große Lärmbelästigungen durch diese Krabben hat. Und wenn man Delfine in diesen Bereichen aufnimmt, findet man, dass die Tiere dort lauter klicken, als in Gegenden, wo die Krabben nicht vorkommen. Und das ist genau im Grunde genommen, was passiert mit diesem Lombard-Effekt, ist, dass also wenn man sehr viel Hintergrundgeräusche hat, die Tiere lauter produzieren. Aber wenn das halt wegfällt, natürlich die Tiere auch wieder leisere Klicks produzieren. Und genauso ist das hier auch, dass wenn man also einen lauten Echoortungsklick produziert und da kommt also was sehr Lautes zurück, naja, dann regelt man praktisch das Volumen einfach runter. Und als Individuum, sei das jetzt als Mensch oder als Delfin, produziert man dann halt leisere Töne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.